Hallo, mein Name ist Alexander Gottwald. Ich heiße dich herzlich willkommen auf der Webseite von 2012 Insider. Hier geht es einfach um Informationen zu 2012, die du so in der Form vielleicht nicht überall zu sehen kriegst und vor allem nicht in der Zusammenstellung. Ich beschäftige mich also schon etwas länger mit dieser ganzen Thematik und möchte dich einladen, dir zuerst gleich mal zwei wichtige Geschenke zu holen, die dich auf deinem Weg bis 2012 einfach begleiten können und die dir helfen können, auch zu verstehen, warum es auch wichtig ist, die passenden, die echten, die authentischen Informationen zu 2012 zu bekommen und zu nutzen. Das erste Geschenk, was ich dir gerne geben möchte, ist, dir die Möglichkeit zu geben, dir dein echtes Keen aus dem Maya-Kalender auszurechnen. Das ist sowas wie dein Sternzeichen nach dem Maya-Kalender. Warum sage ich jetzt der echte Maya-Kalender? Es ist einfach so, dass vor einigen Jahrzehnten ein Amerikaner namens José Argüelles einen eigenen Maya-Kalender mehr oder weniger erfunden hat. Er hat behauptet, es gibt keine lebenden Maya mehr. Ihm sei dieser Kalender so offenbart worden. Er sei außerdem ja die Verkörperung, die Inkarnation eines großen Maya-Gottes. Und deswegen sei natürlich auch an seinem Kalender nicht zu zweifeln. Naja. Es hat sich inzwischen gezeigt, dass es eben doch 8 oder 9 Millionen lebende Maya gibt und dass die sehr wohl einen Kalender besitzen. Nur hat deren Kalender nichts mit dem zu tun, den dieser Mann sich ausgedacht hat. Und da auf deutschen und englischen Webseiten häufig diese Dreamspell genannten, aber eben oft doch nicht so klar erkennbar gekennzeichneten Kalender verwendet werden. Also oft steht dann da doch einfach Maya-Kalender. Und es ist eben nicht der Maya-Kalender, weil kein Maya den verwendet. Also weder das, was der Herr Argüelles macht, noch das, was auf Maya.at zum Beispiel vom Herrn Kössner angeboten wird. Das ist alles schön und bunte Bilder, aber eben nicht mehr. Ja, und deswegen möchte ich dir eine Webseite zeigen, auf der du dir dein echtes Maya-Kalenderzeichen, dein Geburtskin eben passend wirklich für dein Geburtsdatum ausrechnen kannst. Du musst mir also auch nicht deine Geburtsdaten geben. Du bekommst von mir einfach die Adresse, wo du dir das ausrechnen kannst. Und das zweite Geschenk ist, dass du einen Artikel bekommst von einem schwedischen Wissenschaftler, der sich sehr, sehr intensiv mit dem echten Maya-Kalender auseinandergesetzt hat und der eben auch ganz klar sagt, dass das nicht das Gleiche ist. Also ob man den Maya-Kalender verwendet oder diesen Dreamspell-Kalender. Und in diesem Artikel beschreibt er auch sehr genau, warum das Verwirrung erzeugt, wenn man einen Kalender verwendet, der eine nicht der Entwicklung des Universums entsprechende Zeitqualität beschreibt. Mit anderen Worten eigentlich, es ist wichtig, einen Kalender zu verwenden, der die Zeitqualität und die Entwicklung so beschreibt, wie sie tatsächlich auch von den Maya vor Tausenden von Jahren bereits wahrgenommen und aufgeschrieben worden sind. Okay, für diese beiden Dinge musst du nichts weiter tun, als dich hier neben oder unter vielmehr dem Video in diese Felder einzutragen. Und das hat zum weiteren Vorteil, dass wir in Verbindung bleiben können, dass ich dir Informationen zum Maya-Kalender und zu 2012 schicken kann. Und zudem kannst du diese Informationen natürlich jederzeit wieder abbestellen, dich einfach wieder austragen, wenn du die nicht mehr lesen möchtest. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn wir in Verbindung bleiben und wünsche dir auch viel Freude mit dem Rest der Webseite, die du weiter unten findest. Alles ist Liebe.